Mit welcher Brutalität gegen die Opfer vorgegangen wird, zeigt dieses Video, das Spiegel TV exklusiv vorliegt. Drei ausländische Jugendliche hetzen einen Jungen durch die Straßen, um ihn anschließend zu verprügeln und auszurauben. Minutiös dokumentiert. Es war einmal ein Junge und sein Name war Raphael. Er ist immer grimmig drauf, so wie Gargamel. Einer dieser Jungen, die im Bus immer hinten sitzen. Zudem ist er meistens schmutzig und schön. Im Handy dröhnt Sonnenbrand-Flavor. Die Kinder schreien schon, da kommt der Schläger. Er ist schon wieder unterwegs mit seiner großen Clique. Sie klauen die Handy-Portemonnaie und ein Schokoticket. Er macht, was er will, benimmt sich wie ein Alpha-Tier. Mann, er schmeißt sogar Plastikmüll zum Altpapier. Obwohl der Plastikmüllkorb direkt daneben steht. Er will halt immer als Rebell durch sein Leben gehen. 2 Meter Riese, nein, er ist kein Straßenbrecher. Man könnte sagen, er ist sowas wie ein Nasenbrecher. Wenn du ihn sehen solltest, solltest du dich schnell verpissen. Denn ehe du dich versiehst, hast du schon eine Schelle sitzen. Hey Bruder, warum bist du denn so aggressiv? Häng doch auch mal ab mit Manetten, mach den Freak. Anti-Gewalt-Song, das ist mein Anti-Gewalt-Song. Hey Bruder, warum musst du immer zuhauen? Weg mit dem Totschläger, nimm lieber den Blumenstrauß. Anti-Gewalt-Song, das ist mein Anti-Gewalt-Song. Vielleicht ist er so geworden, weil er schwierige Eltern hatte. Früher ging Raphael mit mir in dieselbe Klasse. Er war der eine dicke Jupp-Jupp-Jupp-Jupp-Nase. Ach, die Erinnerung, komm, Jupp-Blase. Die süße Tina ist auch mitgefahren, bis Raphael kam und mich in den Schwisch-Schwisch-Schwisch-Namen. Dann Augen meine hochzog. Schulzeit danach, trostlos. Doch was jetzt geschieht, könnt ihr ruhig in die Zeitung schreiben. Heute werde ich Raphael endlich meine Meinung geigen. Kommt doch mit, damit ihr seht, dass ich nicht lüge. Da ist Raphael, der da gerade die Skater-Kids verprügelt. Hey Raphael, weißt du, dass Gewalt keine Lösung ist? Alter, du kennst mich doch, was soll denn jetzt der böse Blick? Komm mir nicht nah, ich bin Anti-Gewalt. Mann, Raphael, nimm sofort. Hey Bruder, warum bist du denn so